Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beutmann, neben sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Bische. Links bieten sich Mitspieler an. Spiel ohne Ball funktioniert. Ja, jetzt gilt es für diesen Trainer. Jetzt hat er sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Verein. Und natürlich wird er da ein bisschen mit Nervosität zu kämpfen haben. Andererseits, er ist sicherlich froh, dass es endlich losgeht. Gündogan. Jawohl, abgefangen. Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Hummels. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Und jetzt startet der Kollege durch. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Der könnte passen. Das Bällchen ist noch heiß. Bender. Ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Reus. Da ist er wieder Ball. Ich bereite mich. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Schmelzer. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch.
Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Jetzt sieht er ab. Gibt wieder Ecke. Ball sehen für die Dortmunder Borussen. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Andreas Ottl führt den Ball. Die Flanke kommt gut. Das ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Schiedsrichter liegt völlig richtig, hier gelb zu ziehen. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Piszczek. Der Beweis folgt hier.
den Ball. Da liegt er doch. Hong Jong-ho. In der künstlerischen Bewertung, aber trotzdem schön sah es nicht aus. Nee, also das war schon ein bisschen eher was zum Schmunzeln. Man soll ja immer freundlich sein vom Kommentatorenplatz aus, aber das hatte schon was zum Grinsen. Dazwischen geht. Nein, was wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Komfortable Führung aus, kann sich aber schnell wieder ändern. Zur Pause 2:0.